Haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Hier ist der Tough-Tag. Verrückt. So, verrückt ist auch das hier. 25.000 Euro für ein Kleid, 10.000 Euro für einen Badeanzug und Juwelen in Millionenhöhe. Alles Alltag bei den Haute-Couture-Schauen in Paris. Doch wer glaubt, dass Hollywood-Stars wie Katie Holmes oder Kate Blanchett bei den teuren Designern einkaufen, der hat sich getäuscht. Die können sich das nämlich gar nicht leisten. Wir zeigen Ihnen jetzt, wer die wirklich Superreichen dieser Welt sind, wie sie ihr Geld verdienen und warum sie über die Promis nur müde lächeln können. So, in dieser Woche starten wir hier bei TAF ein ganz gewagtes Flirt-Experiment. Wir wollten nämlich wissen, ob Gegensätze sich wirklich anziehen. Und deshalb haben wir drei sehr, sehr intelligente Jungs und drei sehr, sehr sexy Mädels in eine WG gesteckt. Und heute kümmern sich die Mädels um den schüchternen Hendrik. Sie wollen von ihm wissen, wie denn sein erstes Mal war. Aber hatte der 24-jährige Wirtschaftschemiker denn überhaupt schon mal Sex? Cool, meine Lieblingswochenserie. So, jetzt kommt mein Lieblingssatz des Tages. Je niedriger die Hecke, desto höher das Haus. Das sagt ganz klar Sky Dumont, denn seine 29 Jahre jüngere Frau Mirja fordert, mein Mann muss untenrum rasiert sein. Noch nie hat ein Star so offen über den Kahlschlag im Intimbereich gesprochen. Und damit hat sie eine ganz heiße Diskussion unter den Promis ausgelöst. Welcher VIP unten ohne auch noch gut findet und was Normalos dazu sagen, das sehen Sie jetzt. Ja, man merkt auch in der TAF-Redaktion, was heute sehr heiß. Aber jetzt haben wir für Sie erstmal 1.000 Euro, die schon morgen auf Ihrem Konto sind. Außerdem bekommt der Gewinner auch noch diesen 52 Zoll Full-HD-LCD-Fernseher von Medion und einen Medion-Gamer-PC mit Intel Core i7-Prozessor und 1,5 Terabyte Festplatte im Gesamtwert von über 2.500 Euro. Verraten Sie uns heute, wie nennt man exklusive Modekreationen? A. Champs-Élysées oder B. Haute Couture. Wenn Sie die Lösung wissen, rufen Sie an 01379 44 6000. Ganz viel Glück und bis gleich. Und da sind wir wieder zurück bei TAF. Ja, so eine Porno-Queen, die braucht ja auch mal Urlaub. Und deshalb geht's für Vivian Schmidt ab nach Mallorca. Die 33-Jährige ist ja in Deutschland die absolute Nummer 1 in ihrer Branche. Aber sie ist auch ehrlich genug, um zuzugeben, dass ihr Job alles andere als ein Traumjob ist. Und genau deshalb will die Schmidt sich nun beruflich verändern. Welche seriösen Möglichkeiten sich da auf Mallorca auftun, das sehen Sie jetzt. Ja, Palmen können wir Ihnen jetzt leider nicht bieten, dafür aber 1.000 Euro für Ihre Urlaubskasse, die schon morgen auf Ihrem Konto sind. Außerdem bekommen Sie auch noch diesen 52 Zoll Full HD LCD-Fernseher von Medion und einen Medion Gamer PC mit Intel Core i7-Prozessor und 1,5 Terabyte Festplatte im Gesamtwert von über 2.500 Euro. Alles, was Sie machen müssen, ist diese Frage hier beantworten. Wie nennt man exklusive Modekreationen? A. Champs-Élysées oder B. Haute Couture. Wenn Sie die Lösung wissen, rufen Sie an 01379 44 6000. Viel Glück und gleich gibt es hier eine richtig nasse Abkühlung für Sie. Bis gleich. So, ich habe jetzt auch eine glückliche Gewinnerin, Frau Renate Schliekert aus Bad Vilbel. Herzlichen Glückwunsch. Heute Abend ist der kommende Dienstag auf Pro7. Schalten Sie ein bei den Simpsons und Two and a Half Men. Jetzt geht's hier weiter mit Newstime. Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder um 17 Uhr. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Jetzt ist auch das ganze Studio nass.